Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing-Video. Ich bin der Albert Wesker und heute ist es endlich soweit. Heute kommt das lang ersehnte PlayStation 5 Unboxing-Video. Ja, ich habe es endlich geschafft, mir die PlayStation 5 zu ergattern. Es hat wirklich sehr, sehr lange gedauert, bis ich mir meinen eigenen durfte. Über ein Jahr hat's gedauert, aber jetzt habe ich sie. Jetzt habe ich sie hier direkt vor mir liegen. Ihr seht es. Ich kann euch endlich das lang ersehnte PlayStation 5 Unboxing präsentieren. Ach, herrlich. Ja, ich hatte das Glück gehabt, dass ich in einer Gruppe gewesen bin, die ja immer Infos rausgehauen hat, wenn es zum Beispiel irgendwelche Konsolen da und jene Firma mal was online zu verkaufen war und so. Leider waren die auch sehr schnell weg, bis ich jetzt am 17. Dezember hier bei uns bei Mediamarkt endlich die Konsole mir vorbestellen konnte. Und ja, und gestern konnte ich sie mir endlich abholen. Leider ist das mit dem Aufnahmen gestern am 3. nichts mehr geworden, da mein Akku von meinem Camcorder echt lange gebraucht hat, bis er fertig geladen hat. Und dann war es schon Mitternacht gewesen und dann war ich zu müde, um das noch zu machen. Deswegen kommt das hier am 4. jetzt erst. Ich hoffe, dass ich das noch am 4. noch auch online bringen kann, weil ich auch noch viel unterwegs gewesen bin. Ja, ich werde mein Bestes tun, aber das Video ist auf jeden Fall in Arbeit. In dem Moment, wo ihr das natürlich anguckt, ist es natürlich schon hochgeladen, ist ganz klar. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, wollen wir auch loslegen. Ja, ich werde natürlich so vorsichtig wie möglich sein, ne, das ist ganz klar. Kriege ich das überhaupt ganz raus? Das Ding ist ein gewaltiger Klapper, ne? So, ich versuche das so gut wie möglich. Also verzeiht mir, falls das nicht hin. Ich bin nicht so Vollprofi wie alle anderen, aber das wisst ihr ja, dass ich nur ein Hobby-YouTuber bin und so. Das hat sich in den vergangenen 8 Jahren, seit ich mein PlayStation 4 Unboxing gemacht habe, auch nicht geändert. So, ich hoffe, die Lichtverhältnisse sind gut. Ich habe ein bisschen meine Deckenlampe ein bisschen umgedreht und so. Deswegen ist es ein bisschen heller als die letzten Male. So. Vorsichtig öffnen, wie immer. Ich werde das gleich auch noch wieder hinlegen. Genauso wie ich das in der PlayStation 4 auch gemacht habe. Man will ja nicht, dass da was rausplumpst und kaputt geht. Ne? Besonders nachdem man jetzt so lange gewartet hat, dass man eigentlich die Konsole kriegen. Okay, der Kleber will sich nicht so einfach lösen lassen. Na, jetzt. Ach so. Jetzt hat er doch nachgegeben. Gut. Ja, jetzt ist die Frage, wie rum. Ich gucke mir erstmal eben. Ich mach mir auf, dann kann ich mir ein. Ups, jetzt bin ich ans Mikrofon gehauen. Mal gucken, wie ich das am besten hinlegen sollte. Machen wir das wie letztes Mal auch bei der PlayStation 4. Einfach so hinlegen. So. Ich justiere immer ein bisschen nach mit der Kamera. So. Aber ist gar nicht so einfach. Das Ding sitzt aber bombenfest. Das Ding sitzt echt bombenfest. Ich will ja auch den Karton nicht kaputt machen. Ne? Ach, muss ich da mal eben kurz aus dem Bild nehmen. Keine Sorge, geh gleich weiter. Ich ziehe das mal eben ein bisschen hier vorsichtig auf dem Bett. Da ist es noch ein bisschen weicher als auf dem Tisch. Die Konsole will ich raus. So.
So. Gut, den Karton packe ich mal hier erstmal zur Seite. Ja. Ich bin aufgeregt. Auch wenn das jetzt schon sehr lange her ist, seit die ja released wurde. Aber, naja, wenn die so rar gesät ist mit der Lieferung und so, aus bestimmten Gründen. Einmal, weil die mit der Chip-Herstellung nicht hinterherkommt und weil ja diese Hackergruppe immer einen, dem normalen User immer einen Strich durch die Rechnung machen. Ne? Aber da muss ich euch nichts sagen, ihr kennt das ja sicherlich auch. Bestimmt der eine oder andere möchte sie auch gerne haben und na, ich weiß auf jeden Fall, wie schwer das ist. Ja. Ich hätte es doch ein bisschen so gerade hingestellt. Ist doch ein bisschen anders als die PlayStation 4 verpackt. Gut. Ja. Wisst ihr was? Ich werde den Karton mal aus dem Bild nehmen und euch das dann alles einzeln präsentieren. Somit besteht nicht die Gefahr, dass ich aus Versehen was runterfallen lasse. Und das wäre ja blöd. Gut. Ich halte das natürlich, was ich raushole, in die Kamera. Also als erstes hätten wir das typische Stromkabel. Ja. So. Dann, was haben wir hier als nächstes? Ja, viel zum Lesen wieder, um zu studieren. Naja, das gehört ja natürlich wie immer dazu. Ne? Ja, nochmal. Was zum Lesen? Was haben wir hier? Ah ja. Das erste gute Schmuckstück. Der neue PlayStation 5 Controller. Boah. Endlich. Hammergeil, wie der sich anfühlt. Ich war ja vor ein paar Tagen ja bei einem Kumpel gewesen. Der hat ja auch die Konsole schon und ich konnte den Controller ja schon in der Hand halten. Aber jetzt seinen eigenen Controller in der Hand zu halten, ist noch ein Stück cooler. Stück cooler, so. Nicht Stück, Stück. Einfach nur geil. Wie grifffest das ist und so. Ja gut, die andere Mechanik da, diese Force-Feedback oder wie das heißt, also dass hier dann immer so, naja, dagegen argumentiert, wenn du jetzt zum Beispiel Rennen fährst oder mit Pfeil und Bogen irgendwo mich schießt, dann das kann man erst spüren, wenn man das Ganze dann natürlich ja angeschlossen hat erstmal so, genau. Ja, ich bin mal wieder sehr, sehr nervös. Hört man bestimmt an meiner Stimme gerade. Ich versuche aber das Beste draus zu machen. So, haben wir hier noch was drin? Es fühlt sich auf jeden Fall noch so an, als wäre dann noch was verborgen. Ja. Dann hätten wir... Ah, das ist der Standfuß. Der Standfuß. Ah, jetzt fällt mir gerade ein, dass ich gar nicht... ja, die Box, die Außenbox euch komplett gezeigt habe. Tut mir leid, das kam, sollte eigentlich zuerst kommen, aber naja, das mache ich noch, keine Sorge. Falls es einen oder anderen von euch interessieren sollte. Ja, hier ist der Standfuß, wo die Konsole ja entweder aufrecht oder liegend draufpackt. Mit der Schraube, die hier irgendwo hier drinne sein soll. Glaube ich zumindest. Ja, die ist hier drinne. Kann man genau sehen. Die lasse ich erstmal hier drinne, bis ich das Gerät aufbaue. Nicht, dass sie mir flöten geht. Na, passt das noch alles dahin? Besonders wenn es jetzt gleich die Konsole da steht. Wir können ja mal eben Sonic den Controller in die Hand geben. Der hat ja immer sonst mal einen PlayStation 4 Controller immer in den Händen gehalten. Jetzt hat er den PlayStation 5 Controller. So, hier ist noch ein, ja, das HDMI-Kabel. Das sollte das wohl ein HDMI-Kabel sein, ne?
Ja, sieht zumindest nach einem HDMI-Kabel aus. So. Haben wir hier jetzt alles? Ja. Hier ist soweit nichts mehr drin, oder? Ach, Entschuldigung. Ah, doch. Doch. Das Ladekabel für den Controller. Das war doch noch drin. Ich hätte beinahe das Ding wieder weggepackt. Und dann hätte ich mich gefragt, wo ist das Ladekabel für den Controller? So. Entschuldige, wenn das ein bisschen quietschen sollte. Aber das ist die Verpackung. So. Das räume ich mal ein bisschen weiter weg. Ja, jetzt kommen wir zum Herzstück des ganzen Unboxing überhaupt. So, jetzt wird's ein bisschen knifflig. Ich habe schon in anderen Videos gesehen, dass es sehr schwer ist, das Ding rauszuholen. Oder besser gesagt, dass das Ding sehr allgemein sehr schwer ist. Und ich merke das auch schon. Ich merke das schon wirklich. Heilige Witze. Ja. Komm, ganz richtig. So, ja. Schutzmaterial für die Konsole. So. Und da ist das gute Stück noch in der Schutzfolie eingepackt. Aber das entfernen wir jetzt auch vorsichtig. Puh, das ist wirklich ein Klopper. Da haben die anderen nicht allzu viel darüber. Ihr wisst schon, was ich meine. Also nicht wenig versprochen oder so. Oder, naja. Ach, ich finde jetzt wieder die passenden Worte nicht. Naja. Und da ist das gute Stück. Ich lege es mal hin, dass ihr das besser sehen könnt, oder? Ich halte es mal so. Ja, da ist das gute Stück. Jetzt merkt man eindeutig, dass die Konsole nicht wirklich reines Weiß ist, sondern so mehr so gräulich ist, ne? Grau-Weiß. Ich weiß nicht, vielleicht liegt das an der Lampe oder an der Helligkeit hier, aber es sieht eindeutig, wenn man näher dran ist, dass es mehr gräulich ist, statt weiß. So ähnlich, in der ähnlichen Farbe wie die PlayStation 1 damals. Zumindest finde ich das jetzt. Ja, hier haben wir ein eingestanztes PlayStation-Logo. Ich zoome mal ein bisschen ran. Einen Moment. So. Oder ich halte es nochmal besser in der Kamera. So, eingestanztes PlayStation-Logo. Dann, ja, hier dann die, das ist die Rückseite. Das ist die Rückseite hier. Hier die zwei USB-Anschlüsse. Ja, USB. Dann LAN, wo das LAN-Kabel, wo das Internet ist. Dann HDMI. Und natürlich den Stromanschluss. Wie soll es auch anders sein? Ohne Saft keine PlayStation-Kraft. Ja, was haben wir hier unten? Hier sind einige Markensymbole wie von Sony etc. pp. Eingestanzt. Und hier das Prüflogo und so weiter. Ne? Sonst sind hier nur unten Lüfter. Dann haben wir hier die Vorderseite. Natürlich das Laufwerk, das Wichtigste überhaupt, meiner Meinung nach, weil ich hatte ja schon letztes Jahr eine gehabt, oder besser Anfang letztes Jahr eine gehabt, nur leider war sie ohne Laufwerk und deswegen konnte ich sie nicht wirklich gebrauchen. Ich hätte alle Spiele digital nochmal neu kaufen müssen und das wäre ein bisschen viel gewesen. Ja, also das Laufwerk, dann hier die Einschalttaste, die Power-Taste hier. Da die Power-Taste, ich hoffe, man kann es erkennen, sehr dunkel. Dann die Auswurf-Taste für die Disc oder für Spiele und so. Dann ein Mini
USB-Anschluss, ich schätze mal für den Controller und eben, was kann ich? Ich glaube, das andere ist wohl für die PlayStation 5 Kamera, da dieser Anschluss hier, der hier. Ich weiß es nicht hundertprozentig. Sonst ist hier vorne auch nichts mehr. Oben ist auch nichts außer die Lüfter da, wo die Luft rein oder ausgesaugt wird. Ja. Mehr ist hier auch nichts zu sehen. Auf der Rückseite ist alles auch nur einheitlich grau-weiß. Ja. Ja, habe ich irgendwas vergessen? Nee, nicht, dass ich wüsste. Ja, wir haben hier die Konsole. So, einen Moment, ich mache das mal wieder ein bisschen in Sichtweite. So, jetzt habt ihr, glaube ich, alles wieder gut im Blick. Hoffe ich mal. Ja, im Karton ist sonst nichts mehr. Die Konsole haben wir jetzt alles schon. Jetzt kommen wir noch mal eben zu dem Karton, was ich ja eigentlich bei der PlayStation 4 immer zuerst gemacht hatte, damals. Ja, machen wir das jetzt noch mal nachträglich entschuldigt, weil ich das so verpeilt habe. Also natürlich hier auf Vorderseite steht natürlich PlayStation 5. Dann hier oben auf der rechten Seite 8K. Dann 4K, 120 und HDR. Ja, dann hier Sony natürlich, dann die Konsole selbst nochmal mit dem Controller ab 7 Jahren oder PG 7 oder FSK, nee, USK 6. Dann eben hier die ganzen Warnhinweise. Und ja, die Konsolenbezeichnung ist CFI 11. Ne, ja, 11106A. Wenn ich das jetzt nicht mich vertan habe. Hier unten kann man. Also, falls ich mich vertan haben soll, entschuldigt. Ja, ich denke mal, also CFI-11106A. Ja. Gut, hier an der Seite steht dann der ganze Inhalt nochmal, was da drin ist. Naja. PlayStation 5 Controller, Wireless Controller, Base, HDMI-Kabel, also verschiedene Sprachen natürlich. PlayStation 5 Konsole, Wireless Controller, Stromkabel, Sockel, HDMI-Kabel, Netzwerkkabel, USB-Kabel, Druckerzeugnisse, Druckerzeugnisse, also die Anleitung ist damit natürlich gemeint, wie man weiß. Astro Playroom ist vorinstalliert und das in verschiedenen Sprachen. Ja, die Konsole, wo war das jetzt hier? Ja, die Konsole ist made in China. Hier wieder kein Glück gehabt mit made in Japan, so wie bei der PlayStation 4 damals. Hier steht's made in China. Ja, aber ihr wisst ja, das muss nichts heißen, ne? Ich will hoffen, dass es bei der PlayStation 4 ebenso alles glatt läuft. Ja. Ja, dann, ich denke mal, ich habe hoffentlich nichts vergessen. Das war erstmal dieses Unboxing-Video. Aber das Ganze geht ja noch ein bisschen weiter. Denn viele haben mir unter meinen PlayStation 4 Unboxing ja sich gewünscht oder gefragt, warum ich nicht diese Einstellung und so mitgezeigt habe und so. Das habe ich natürlich nicht gewusst, dass das von Interesse sein könnte. Dem möchte ich natürlich nachkommen und das mit der PlayStation 5 machen. Also werde ich noch ein zweites Video aufnehmen, nachdem ich hier das Unboxing Video fertig aufgenommen habe. Und dann werde ich später dann eine Aufnahme von der Einstellung der PlayStation 5 präsentieren.
Ich hoffe, das ist dann auch in euren Interesse dann. Falls ja, würde ich mich freuen, wenn ihr das auch kommentieren und liken würdet. Ja, nochmal zu dem Thema, wo ich die Konsole, oder wie ich an die Konsole gekommen bin. Also es gibt eine Gruppe, die nennt sich PlayStation kaufen oder verfügbar oder so heißen die. Ich werde das Ganze hier unten in der Video-Informationsbox verlinken. Das ist erstens gibt's da eine Twitter, also eine Twitter-Account von denen und auch einen Twitch-Kanal, wo dann auch immer angezeigt wird, wo jetzt gerade was gibt, ob es beim Mediamarkt gibt, ob es bei Sony selber was gibt und. Und da kann ich euch wärmstens empfehlen, da mal vorbeizuschauen, weil ihr wirklich bessere Chancen darauf habt, auch eben eine solche Konsole zu kriegen. Das ist wirklich empfehlenswert. Klar ist das immer noch 50-50 Chance, aber da erreicht ihr auf jeden Fall mehr, als euch irgendwie jetzt immer auf die Lauer zu legen, weil da wird ihr immer so ein Signal gekriegt und so ein Alarmton wird dann abgespielt, zum Beispiel in dem Livestream, und dann werdet ihr mal auf den Laufenden. Leider ist meistens das immer so, dass das immer um 10 Uhr morgens ist und so. Selten im Nachmittag. Das ist sehr ärgerlich für die Leute, die meistens natürlich arbeiten, ne? Die können sich ja nicht immer frei nehmen und so, ne? Das ist das einzige Manko. Es gibt natürlich Glücksfälle, dass es auch Nachmittag ist, aber ne? Aber wie gesagt, ich verlinke euch das gerne hier in die Videobox, Infobox und so. Und da schaut ihr rein. Vielleicht habt ihr dann auch Glück, euch bald eine PlayStation 5 euer eigen nennen zu können. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass es euch auch irgendwann gelingen wird. Denn man weiß ja nie, wie lange das noch mit der Knappheit der Chipsherstellung und so sein wird. Ne? Ich hoffe mal, das hat auch mal bald ein Ende. Ja, wie gesagt, das soll es erstmal für das Unboxing-Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den Ganzen einen Daumen nach oben. Schreibt gerne was in die Kommentarbox, wie euch das Video gefallen hat. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch was. Und ja, und das andere Video kommt auch noch im Anschluss. Also abonnieren tut auch nicht weh, ist kostenlos. In dem Sinne, macht's erstmal gut und bis dann, euer Albert Wesker.